Sie hören Die Royals ihr Bodyguard und ich von Karina Halley, aus dem amerikanischen von Michaela Kolodjezok, gelesen von Miriam Macht ein Hörbuch des Argon Verlags Nikki Graves hat sich gerade in meiner Handtasche übergeben es ist meine eigene schuld wirklich ich wusste, dass er krank ist, auch wenn er mit dem Mut eines Achtjährigen versucht hat, so zu tun, als wäre nichts. Als ich in seinem Alter war, genügte mir bereits eine lauwarme Stirn, um den ganzen Tag im Büro der Schulschwester zu hocken, bis meine Mutter mich abholte. Jeder Ausrede war mir recht, um die Schule zu schwänzen. Aber Nicky liebt die Schule. Und da ich seine Klassenlehrerin bin, sollte ich mich an dieser Stelle geehrt fühlen. Weshalb er so getan hat, als ginge es ihm gut, bis es ihm gar nicht mehr gut ging. Ich habe es sogar in Zeitlupe mitverfolgt. Ich las den Kindern gerade eine Passage aus ihrem Lieblingsbuch, Mercy Watson, vor, in der es darum ging, dass das Schwein Buttertoast liebt, als Nickys Gesicht eine kränklich grüne Farbe annahm. Seine Hand schoss hoch an seinen Mund und noch bevor ich irgendetwas tun konnte, rannte er zum Abfalleimer neben meinem Pult. Was ja super gewesen wäre, wenn meine Handtasche nicht direkt neben dem Eimer gestanden hätte und Nicky genauso treffsicher wäre wie LeBron James. Tut mir leid, Miss Evans. Heute Nicky Während er neben meiner bis vor kurzem noch sehr schönen Ledertasche stand, die ich vor ein paar Jahren in Mexiko gekauft habe, als ich dort mit meinem Ex, Joey, in Urlaub war. Aber irgendwie passt es auch, dass die Tasche jetzt nur noch ein einziger Kotzhaufen ist, denn genau als den hatte sich unsere Beziehung entpuppt. Metapher, die 101. Alles gut, Nicky, sage ich zu ihm und versuche ruhig zu klingen, obwohl der Panikpegel in der Klasse merklich steigt, während die Kinder i und Niki hat gekotzt und ich kotz gleich durcheinander schreien. Ich werfe mein Buch hin und eile zu ihm, wobei ich angestrengt versuche, meinen Würgereflex zu unterdrücken. Das ist nicht unbedingt mein Lieblingspart an dem Job und vermutlich bin ich die einzige Grundschullehrkraft, der immer noch so schnell übel wird. Ich schnappe mir eine ganze Box Kleenex-Tücher und irgendwie schaffe ich es, Niki sauber zu putzen, erst die Schulschwester anzurufen und dann seine Mutter, damit sie ihn abholt und die Klasse zu beruhigen. Erst als die Schulglocke läutet, habe ich Zeit, mich um die vollgekotzte Tasche zu kümmern. Ich starre sie an und frage mich, ob ich sie nicht einfach abschreiben und entsorgen sollte, als es an der Tür klopft. Es ist Cynthia Botista, die Lehrerin der ersten Klasse, die ihren Kopf durch die Tür steckt. Das Mitgefühl steht ihr deutlich ins Gesicht geschrieben, sowie ein Hauch-Ekel. Alles okay? Wie ich hörte, hattest du heute eine Spucki. Ich deute auf meine Tasche, die ich immer noch nicht angerührt habe. Na ja, ich darf mir jetzt eine neue Tasche kaufen. Cynthia kommt rein, inspiziert sie und verzieht das Gesicht. Oh, shit! Dann schlägt sie sich eine Hand vor den Mund und lacht los. Tut mir leid, das ist nicht lustig. Keine Sorge, wenn es dir passiert wäre, würde ich jetzt auch lachen. Cynthia ist eine der wenigen aus dem Kollegium, mit denen ich befreundet bin. Dabei bin ich kein Mensch, mit dem schwer auszukommen ist. Der Wunsch, Leuten zu gefallen, ist seit meiner Kindheit tief in mir verwurzelt. Aber es gibt einfach nicht viele Menschen, die verstehen, wie ich ticke. Vor allem nicht dort, wo ich lebe, und erst recht nicht im Schulsystem. An der SSI Elementary herrschen strikte Regeln und eine strenge Hierarchie. Und ich werde immer noch wie ein Neuling behandelt, obwohl ich schon einige Zeit hier lebe und arbeite. Man sagt, dass die meisten Leute, die es nach Salt Spring Island verschlägt, nur wenige Jahre hier durchhalten. Aber wenn man ganze fünf schafft, dann wird man als echter Insulaner betrachtet. Ich bin jetzt fünf Jahre hier und es ist mir nicht gelungen, irgendwen näher kennenzulernen. Offenbar glauben die Leute, dass ich eines schönen Tages zusammen mit der Flut wieder von hier verschwinde. Ich glaube, die musst du wegwerfen, sagt Cynthia und rümpft die Nase. War da irgendwas von Wert drin? Ich nicke. Meine Brieftasche.